Ja, ich wundere mich selber, dass so manche Leute das erstaunlich finden, dass Nazis im Netz sind. Die vorherrschende Meinung ist halt immer noch, die Nazis sind ein bisschen blöd, sind dumpf und tump und können nicht mal drei klare Sätze sagen oder schreiben. Das ist nicht so und die Nazis sind längst auch im Netz und manche von ihnen sind auch ziemlich gut, ziemlich professionell und ziemlich umtriebig im Netz. Auch das ist ein Fehlschluss, dass Ideologie und moderne Technik nicht zusammenpassen. Die Nazis schon in den 30er Jahren waren ja ziemlich gut darin, moderne Kommunikationstechniken für ihre Propaganda zu nutzen. Goebbels als Propagandaminister hat Wochenschauen, das Radio populär gemacht. Und auch als das Internet dann in den 80er, 90er Jahren aufkam, waren Nazis mit vorne dabei, das zu nutzen. Es gibt zum Beispiel bei den autonomen Nationalisten Leute, die virtuos mit YouTube und Twitter und Facebook umgehen. Naja, FSN-TV ist in dem Sinne neu, dass sie eine schon ziemlich jugendaffine Ansprache hinkriegen. Da sitzt, wir können es uns ja mal angucken, da sitzt der Moderator Patrick Schröder in so einem Heimstudium. Da sitzt er dann während der Sendung, blödelt, rezensiert Musik, spielt Videoclips ein. Mein Humor ist es nicht, aber wie so ein Radiomoderator von der Jugendwelle trifft er eben schon das, was die Leute hören wollen und sagt selber ganz offen, ich rede nicht viel, was soll ich über das Dritte Reich reden? Ich rede lieber über die letzte Simpsons-Folge. Sie sind schon sehr aktiv verglichen mit anderen. Zum Beispiel die NPD hat Dutzende Untergruppierungen. Mehr Facebook-Likes im Verhältnis zu den Wählerzahlen. Also die NPD ist schon besonders gut darin, die Potenziale des Internets für sich zu nutzen. Sie machen ja nach wie vor beides. Sie sind im Netz aktiv und greifen auf der Straße Leute an. Das Besondere im Netz ist eben, dass sie direkt vor den Augen des Publikums sind. Sie sind auf dem Screen. Diese wirklich direkte Vermittlung, direkt an den Usern zu sein, das ist halt wirklich mittlerweile eine Erlebniswelt. Man kann Stunden, man kann tagelang sich auf rechtsextremen Seiten tummeln. So ein Flugblatt ist irgendwann zu Ende und man muss es weglegen. Ja. Verbieten will man in Deutschland immer gerne was. Das funktioniert im Netz nicht. Die Server von vielen Nazi-Seiten, die stehen nicht in Deutschland, die stehen im Ausland. Die sind für deutsche Staatsanwälte nicht zu erreichen. Aber selbst wenn man es hinbekäme, Sachen zu verbieten, es würde wenig nützen. Für jede Seite, die abgeschaltet wird, gibt es am nächsten Tag 1, 2, 3 neue. Man soll sich vom Gedanken wirklich verabschieden, mit Verboten im Internet irgendwas klären zu können.